Willkommen Leute, das ist ein Infovideo. Hier ist der RexMax386 und ich dachte mir, da ich zurzeit mit den Projekten etwas durcheinander es im, auf YouTube in der Übersicht so hingeschrieben habe, haben wir gedacht, mache ich ein Infovideo zu Plan der Projekte und alles mögliche, abgeschlossene Projekte, laufende Projekte und so weiter und so fort. Was halt alles so ist dann. Ihr seht jetzt, abgeschlossene Projekte habe ich Digimon Battle Spirit und Pflanzen gegen Zombies. Ja, die zwei Projekte, die habe ich schon hochgeladen. Meine planenden Projekte, die Projekte werde ich bald aufnehmen. Die Spiele wurden mir sozusagen vom Mage, habe ich vom Mage sozusagen bekommen. Nochmal danke an dich für die drei Spiele. Die wären dann Assassin's Creed 2. Dann Assassin's Creed Brotherhood. Ach, verfick dich doch richtig. Ach, ich hasse es. Immer beim Aufnehmen kommt irgendein Scheißzeug. Ja, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood und Assassin's Creed Revelations. Ich fange also nach der Reihe an. Ich fange an mit Assassin's Creed 2, dann Brotherhood und dann Revelations. Ihr seht, die laufenden Projekte sind gerade Nebenprojekte. Habe ich World of Warcraft Together mit Samurai Mitsuho. Das muss ich nochmal alles neu rendern und dann nochmal hochladen. Denn ich habe da irgendwie voll idiotisch blöd hat das Milkem Taser gerendert. S4League, ihr wisst ja, das übliche S4League und so. Da brauche ich nichts dazu sagen. Da bekommen wir noch ein paar mehrere Spiele, sozusagen eine Mega Pro. Und dann auch noch sowas. Ja, als Hauptprojekte, das weiß noch niemand von euch, die werde ich dann hochladen und wieso ist mir das wurscht. Ja, sozusagen, was hat das gegen mich heute? Was hat das Ding gegen mich? Bloß warum? Egal, die planenden Projekte wären dann, was rede ich, planende Projekte, das wären laufende Projekte. Das erste Hauptprojekt wird die Epic Fail-Saga sein. Ein Spiel, das wir vom Mage zu sagen, er wollte, dass ich ein RPG-Let's Play. RPG. Warum rede ich eigentlich immer so? Bin es gar nicht gewohnt, so Hochdeutsch zu reden eigentlich immer. Aber irgendwie flutscht das mit beiden Aufnahmen immer raus. Ja, egal, das ist jetzt Nebensache. Epic Fail-Saga wird ein Spiel sein. Das nächste Hauptprojekt wird ein echt cooles Spiel sein, das ich sehr cool finde. Digimon World Championship. Ob das Spiel jemand von euch kennt, braucht ihr mich nicht fragen. Ich werde euch unten vielleicht weißt du was, ist mir gerade egal. Das lasse ich einfach im Hintergrund laufen. Ja, das war jetzt meine so kleine Übersicht, was alles kommen wird auf euch. Da kommt noch ein bisschen mehr. Also das ist schon nicht alles. Ganz ruhig. Aber das sind halt erst einmal Linie meine Lieblingsprojekte, die ich da machen werde. Das sind meine. Nö. Oder? Wie war das nochmal? Ich weiß nicht mehr. War es die Digimon World Championship? Was ich jetzt playen wollte? Wie soll ich sagen? Ich muss erst mein Grabber-Problem lösen, dann kommen sehr, sehr, sehr viele neue Projekte. Und gegen nächstes Jahr wird ein sehr, sehr, sehr cooles Let's Play kommen. Denn da bekomme ich eventuell eine TV-Karte, sozusagen fast nächstes Jahr so ungefähr. Ja, irgendwann bekomme ich da eine TV-Karte. Dann werde ich da aufnehmen von der Xbox meine Spiele. Sonic Generations wird das. Oder nein, ich weiß nicht. Na, ich weiß nicht mehr, was waren meine Hauptprojekte. Naruto Ultimate Ninja Storm 2, was? Storm Generations. Ja. Wird. Ja, das war eigentlich dann mal alles von mir. Epic Fail-Saga ist in erster Linie mal eines meiner Hauptprojekte. Das zweite Hauptprojekt, das ich dann starten werde. Also es wird ich schreibe mal hin, was es entweder sein wird. Es wird entweder Digimon World Championship
oder Digimon World Dusk Dawn. Das wird dann eines dieser beiden drei Spiele eigentlich sogar, weil Dusk und Dawn ist ein anderes, ja. Und eventuell werden dann noch SS2 werde ich dann auch noch gleich als mein Hauptprojekt reintun. Oh, oder soll ich vielleicht... Weißt du was? Wisst ihr was? Ich mache das dann so. Das... So wird das dann sein, eventuell eines von diesen Spielen. Ich hab da es vorlieg. So wäre das dann erstmal, wenn die Grab-Projekte kommen, fertig sind sozusagen. Das Blöde ist halt, mein Grabber, der möchte halt nicht Ton aufnehmen. Deswegen muss ich da halt immer wieder schauen, damit ich das irgendwie mache. Oder ich warte halt eventuell ganz, ganz lange bis nächstes Jahr, damit ich ein TV-Cutdown habe. Ja gut, das war's erstmal von mir, dem Rex Max. Ich will dem Namen, muss ich ein bisschen mehr Pep geben, ist auch egal. Ja, hier habe ich das erstmal alles hingeschrieben, was alles so ist. Und dann, ja, das sind die Projekte. Die Liste werde ich mir dort eintragen, ihr wisst schon bei der Übersicht. Also gut, dann Leute, cheerio, lalala, lalala. Einfach nur... Wiederschauen und reingehauen, Leute. Ciao.